Die Asengötter nehmen den Riesen Loki auf. Manchmal steigt Odin von Hlidskjalf, wirft seinen blauen Wolkenmantel über, setzt seinen breitkrempigen Hut auf und sieht in den Welten selber nach dem Rechten. Zuweilen kehrt er in Midgard bei schönen Mädchen und anmutigen Frauen ein. Odin ist hochgewachsen und der vornehmste aller Götter. Jeder, der ihn sieht, freut sich über seine stattliche Erscheinung. Er spricht so gewandt und eindringlich, dass alle Zuhörer meinen, allein er sage die Wahrheit. Und durch seine Zauberkunde kann er nach Belieben aussehen und Gestalt wechseln, von einem Augenblick zum anderen in ferne Länder fahren oder durch Worte Feuer löschen, Stürme besänftigen, Winde drehen, nach welcher Seite er will. Und er versteht, Krankheiten zu heilen und Unheil abzuwenden. Aber er kann auch jemandem Kraft und Verstand rauben und anderen verleihen oder gar Krankheiten, Unglück und Tod verhängen, über wen und wie er es will. Auch setzt er sich unter Gehängte nieder und weckt andere Tote auf. So erfahren und weise Odin auch ist, allein kann und will er nicht herrschen. Das vollziehen die Götter gemeinsam im Rat. Dort treffen sie sich täglich, halten Gericht und besprechen, wie die Welten zu erhalten sind. Auch die Göttinnen gehören zum Rat und werden für ebenso mächtig gehalten wie die Götter. Odins Frau Frigg ist die angesehenste Asin. Sie besitzt ein Falkengewand und fliegt damit häufig nach Midgard. Die Menschen verehren sie als Göttin der Familie und der Frauen. Ihre Wohnstätte heißt Mehr Säle. Die Asin Fulla hütet ihre Schatzkiste, bewahrt ihre Schuhe auf und kennt Friggs Geheimnisse. Die Jungfrau Fulla trägt ihr Haar offen und ein Goldband um die Stirn. Odin und Frigg vertreten bei Streitfällen der Menschen oft verfeindete Parteien und suchen einander zu hintergehen. Aber sonst führen beide, wie es heißt, eine gute Ehe. Frigg kränkt, dass Odin manchmal Mädchen verführt, doch auch ihr werden Liebesabenteuer nachgesagt. Odin und Frigg verbindet vor allem die Liebe zu ihrem Sohn Balder. Die Menschen verehren auch durch Opfer am meisten Odins ersten Sohn Thor, den stärksten Gott und Herrn des Gewitters. Thor trägt einen wallenden roten Bart, braust mit seinem Bockgespann über die Wolken, schickt milde Gewitter und warme Regen für Saaten und Weiden oder sendet Blitze gegen Feinde aus Utgard. In der Frühzeit hielten die Asen nach dem Rat fröhliche Gelage, speisten von goldenen Schüsseln, tranken Bier und Met aus kostbaren Trinkhörnern, funkelnde Steine zierten ihr Tischgerät, die lärmige Halle schimmerte im Feuer des Goldes. Odin trinkt Wein, das ist zugleich seine Speise. Als größter Esser und Trinker wird Thor gerühmt, Lachs schmeckt ihm am besten. Zu mancher Mahlzeit verspeist er einen ganzen Ochsen. Es heißt, der hemmungslose Appetit Thors, des Sohnes von Jörd, der Erde, sei Zeichen seiner Kraft. Die Göttinnen und Götter feierten das Geschaffene, ihre Befreiung von der rauen Welt der Riesen. Sie liebten das Brettspiel mit den goldenen Figuren. Häufig saß der Ase Balder neben dem blinden Asen Hurd, reichte ihm Speisen und füllte ihm das Trinkhorn, führte ihn durch Wohnstätten auf Asgard oder zu Spaziergängen ins Freie. Mehrmals kamen schöne Riesinnen zu Gelagen und übergaben Goldklumpen. Heimdall warnte, Geschenke von Riesen bedeuten Gefahr. Doch Odin und die Asinnen nahmen das Gold an. Die Asin Idun verwahrt in einer Truhe die goldschimmernden Äpfel der Jugend und reicht den Asen davon täglich nach dem Mahl. Kein Ase meinte, die Früchte könnten einmal ausbleiben. Und da die Götter nicht alterten, glaubten sie an ihre Unsterblichkeit. Die Frauen lobten Odins kraftvolle Lenden, er warf den Speer weiter als in seiner Jugend. Die Asen hielten täglich Rat, wie die Welten weiter zu bauen seien und befanden auch über die Lichtalfen. Die kleinen, anmutigen Wesen sind schöner als die Sonne, wohnen in Alfenheim, westlich von Asgard, wurden zu Gefährten der Götter bestimmt und angehalten, den Menschen wohlgesonnen zu sein. Und die Asen entschieden auch über die Maden, die im Fleische des Ymir gewachsen waren, sich zahlreich im Speichel des riesischen Urwesens und in seinem Blut vermehrt hatten, das aus seinen Wunden schwappte und gerann. Die Götter verliehen diesen Maden Gestalt und Verstand der Menschen und bestimmten, sie sollten in der Erde und in den Steinen wohnen.
So entstanden die Zwerge, auch Schwarzalfen genannt. Die meisten sind schwärzer als Pech. Einige heißen Schrumpfhaut, Trotzig, Hügelspürer, Lauerwolf, Hornbohrer. Viele Zwerge sind kunstfertige Handwerker und verstehen bessere Schmuckstücke, Werkzeuge und Waffen zu fertigen als die Götter, was denen Unglück bringen sollte. So hatten die Asen Schwarzalfenheim geschaffen und meinten, auch diese Welt habe für immer Bestand. Eines Tages stieg ein kleiner Riese nach Asgard, rieh zu geschickterem Bauen und offenbarte Anschläge von Trollen gegen Midgard. Da gerieten die Asen in heftigen Streit, die Ratschläge des Riesen bewährten sich und er kam häufiger. Thor mochte diesen redegewandten Jungen mit Namen Loki und wählte ihn gern als Begleiter auf seinen Fahrten. Dieser zu lustigen Streichen aufgelegte Bursche suchte die Nähe von Odin, fühlte sich dessen Wesen verwandt und bat ihn, sein Wunschsohn zu werden. Thor sprach im Rat dafür, und die Asin Idun scherzte, ob Loki nur wegen ihrer Äpfel zu den Asen gehören wolle. Der Wächter Heimdall misstraute Loki. Heimdall ist von 9 Schwestern geboren, er braucht weniger Schlaf als ein Vogel, sieht Tag und Nacht 100 Meilen weit und er hört nicht nur das Gras auf dem Boden, sondern auch die Wolle auf den Schafen wachsen. Der Späher neben Bifröst warnte, ein junger Riese in Asgard berge Gefahr. Sein Scharfsinn könne leicht zur Tücke, seine List zur Hinterlist werden, er verwirre die Asinnen durch schöne Worte und stifte im Rat Unheil. Odin stieg auf Hlidskjalf und bedachte die Einwände des Wächters von Asgard. Heimdall wurde der hellste Ase genannt, aber Balder sprach im Rat für Loki. Balder galt als der Beste. Alle Götter lobten ihn. Er war schön und glänzte so, dass ein Leuchten von ihm ausging. Die Menschen verehrten Balder auch als Gott der Sonne und des Lichtes. Er gehörte zu den Klügsten, redete geschickt wie Odin und war der Versöhnlichste und Gerechteste. Damals wurden Balders Ratschläge noch befolgt. Nähmen die Asen einen jungen Riesen auf, stärke das ihre Gemeinschaft und versöhne Götter und Riesen. Keiner ahnte die Folgen dieses Vertrauens. Odin witterte in Loki Blut von seinem Blut und Fleisch von seinem Fleisch. Er pries seine Schlauheit und sein schönes Antlitz. Und Loki besitze besondere Schuhe, die ihn überall hintrügen und den Asen nützen könnten. So überredete der Göttervater die Zweifler im Rat und mischte mit Loki sein Blut und erhob ihn zum Walsohn. Seitdem wurde auch Loki Ase genannt. Vielleicht ahnte Odin, der Friede zwischen Göttern und Riesen breche bald und keiner durchschaue die Heimtücke der Riesen besser als ein Übergetretener. Die Aufnahme Lokis in Asgard sollte den Göttern und Menschen zum Verhängnis werden. 3. Der Weltenbaum. Die Götter treffen sich zum täglichen Rat auch beim Weltenbaum der Esche Yggdrasil. Er ist der größte und beste aller Bäume, breitet seine Äste über alle Welten aus und schützt Midgard. Seine Krone stützt den Himmel, der Lebensbaum steht immer grün, verdorrt ein Zweig, sprießen am nächsten Tag neue Blätter. 3 starke Wurzeln greifen weit aus und halten Yggdrasil aufrecht. Die erste Wurzel reicht zu den Göttern und Menschen, die zweite zu den Riesen, die dritte nach Niflheim. Unter jeder Wurzel entspringt eine Quelle. Wie alle Stätten, wo Rat gehalten wird, ist auch diese bei der Weltenesche unverletzlich, also heilig. Die Götter reiten zu ihr über die Asenbrücke Bifröst. Nur Thor geht zu Fuß und durchwartet zahlreiche Flüsse. Auf der Spitze des Weltenbaumes wacht ein Hahn. Er glänzt von Gold und leuchtet in der Sonne. In den Zweigen der Esche sitzt ein weiser Adler und hält Ausschau nach möglichen Feinden. Zwischen den Augen des Adlers sitzt ein Habicht und macht das Wetter. Der Habicht heißt, der im Sturm zerzauste. 4 Hirsche laufen außen um die Esche, fressen mit zurückgebogenen Hälsen Blätter und beißen frische Knospen ab. Aber je emsiger in der Frühzeit die Tiere weideten, desto mehr neue Zweige trieb Yggdrasil. Kein kahler Ast stach aus dem dichten Laubwerk. Unter der Eschenwurzel, die über Niflheim liegt, hausen mehr Schlangen, als eine Zunge zählen kann, und knabbern an den Wurzeln von Yggdrasil.
Einige Schlangen heißen Höhlenwölfin, Graurücken, Aufhetzerin. Inmitten dieser Ottern liegt der Drache Nidhögg, der grimmig Hackende, und zerbeißt Pfahlwurzeln. Die Untiere nagen und mühen sich, den Stamm zu lockern, doch Yggdrasil senkt neue Wurzeln in die Erde. In der Frühzeit galt den Asen der Baum unfällbar. Obwohl oben an den Zweigen Hirsche fraßen, die Seiten des Baumes faulten und unten Nidhögg nagte. Zwischen dem Drachen Nidhögg und dem Adler eilt das Eichhörnchen Ratatost, was Nagezahn heißt, am Stamm der Weltenesche auf und nieder. Es ist flink, neugierig und geschwätzig. Das Eichhörnchen tuschelt mit dem Adler über den Drachen und mit dem Drachen über dem Adler. Es flüstert, damit Worte missverstanden werden. Nagezahn verrät dem Adler die Schmähungen von Nidhögg und jenem die Vorwürfe des Adlers. So entsteht Streit zwischen dem Adler als Vertrautem der Götter und dem Drachen, bis daraus Feindschaft erwächst. Unter der Wurzel bei Niflheim, wo Nidhögg und die Schlange nagen, liegt Fjelgemir, der brausende Kessel. Bei der Wurzel, die zu den Frostriesen führt, befindet sich der Brunnen des Mimir. Dieser Mann ist voller Weisheit. In dem Brunnen, den er hegte, liegen Verstand und Scharfsinn. Und solange er den Brunnen behütete, trank er von dem Wasser täglich mit dem Gjallarhorn, das er für Heimdall verwahrte. Der Wächter von Asgard würde dieses lauttönende Horn erst vom Brunnen holen und darauf blasen, wenn für die Welten Gefahr drohe. Unter jener Wurzel der Weltenesche, die zu den Menschen reicht, liegt der Brunnen der Norne Urd. In einem prächtigen Saal wohnen hier drei Nornen, die Schicksalsfrauen. Täglich schöpfen sie Wasser aus dem Brunnen und besprengen die Esche, damit die Zweige nicht vertrocknen. Und mit dem Lehm im Wasser düngen sie Yggdrasil. Das Wasser ist so heilig, dass alle Dinge, die damit benetzt werden, sich weiß färben wie die innere Eihaut. Tau fällt von der Esche und feuchtet die Erde. Er heißt Honigtau, weil sich davon die Bienen nähren. Auch zwei Schwäne, die im Urdbrunnen leben, trinken davon. Von beiden stammt das ganze Geschlecht der Schwäne. Die Nornen messen allen Wesen ihr Schicksal zu. Das tut die Norne Urd für die Vergangenheit, die Norne Verdandi für die Gegenwart und die Norne Skuld für die Zukunft. Es gibt auch andere Nornen. Sie weben ebenfalls am künftigen Geschick. Einige Nornen stammen von den Asen ab, andere von den Lichtalfen oder von den Zwergen. Es heißt, Nornen aus gutem Geschlecht teilen Gutes zu, solche von böser Herkunft verhängen Unheil. Manchen Menschen werden Wohlleben und Macht beschert, andere bekommen weder Vorteil noch Ruhm. Der Lebensfaden wird verschieden lang gesponnen. Jeder Mensch, wird erzählt, habe von Geburt an eine Norne, die begleite ihn sein Leben. Einigen Nornen wird Hilfe bei der Geburt zugeschrieben. Auch die Götter greifen in das Schicksal der Menschen ein, aber den Asen bliebe ihr eigenes verborgen. Behaupteten die Nornen und verkündeten, wir weben die Zukunft der Götter, nur wir kennen ihr Schicksal. Einst wird der Weltenbaum verdorren und von Muspelsheim, der heißen Gegend im Süden, kommt deren Anführer, der Feuerriese Surt, und brennt mit seinem Flammenschwert alle Welten nieder. Yggdrasil wird lodern zusammenstürzen. Balder und Hött lachten über diese Prophezeiung. Thor vertraute seiner Kraft und der Macht und der Weisheit der Götter. Heimdall spähte nach Weltfeinden. Odin stieg von Ahnungen getrieben auf Hlidskjalf. 4. Der Warnengott Frey wirbt um die schöne Riesin Gerd. Der Vater der Asen beobachtete von seinem Hochsitz oft das Reich der Warnen. Im goldenen Zeitalter besuchten sich die angesehensten der beiden Göttergeschlechter häufig in ihren Wohnstätten. Die Warnen meiden Streit, halten sich nicht für klüger als andere und sind wegen ihrer Fröhlichkeit bei den Asen beliebt. Viele Warnen sind der Sinnesfreude zugetan. Der bedeutendste Warne ist Frey. Die Menschen rufen ihn nicht nur an, weil er Frieden und Wohlstand, sondern auch reiche Ernten gewährt. Einmal weihten Frey und sein Vater Njörd in der Halle Odins. Als der Vater der Asen nach reichlich Wein eine Rede in Versen hielt, schlich sich der junge Frey aus der Halle und stieg auf Hlidskjalf, was verboten war. Ihn trieb Neugier. Von Hlidskjalf schaute Frey, wie sonst nur der Göttervater, über alle Welten. Er sah die Menschen Langhäuser bauen und sich mit Ochsengespannen vor Holzpflügen mühen.
Riesen tummelten sich auf kargen Hängen. Er sah 3- und 6-köpfige Riesen, 5- und 7-Händer. Die bösartigen Riesen werden Tursen genannt. Dann gewährte Frey im Norden Riesenheims ein prächtig umzäuntes Gebäude. Vor dem ging ein Mädchen über den Hof. Das Bild währte nicht länger als der Schein eines Sonnenstrahls. Frey stieg wieder zur Festhalle hinab, sprach kein Wort mehr, wies sogar Met zurück, was noch nie vorgekommen war. Das Mädchen vor dem umzäunten Gebäude heißt Gerd und sie ist die Tochter des gefürchteten Bergriesen Gymir. Rächte sich so Freys Vermessenheit, Odins Verbot übertreten zu haben? Als Gott des Genusses und der Liebesfreude ist Frey sehr frauenkundig. Nach den harten, eisigen Wintern fährt er festlich auch mit kühnen, bespannten Wagen über Land und bringt Fruchtbarkeit für Saat und Weiden. Da geben sich ihm die schönsten Frauen und Mädchen hin. In der Halle Odins verstand niemand Freys Schweigen. Keiner wagte ein Wort an ihn zu richten. Njörd sorgte sich um seinen Sohn, rief dessen Gefährten Skirnir, den Strahlenden, und bat ihn, Frey zum Reden zu bringen und auszuforschen, warum er so bedrückt im Saal hocke. Skirnir ging widerwillig, weil er von Frey eine schroffe Antwort befürchtete. Auf eine Frage erwiderte Frey: »Wie könntest du meinen Schmerz fassen? Die Sonne scheint für jedes Büschel Gras, aber nicht für meine Liebe.« »Die kann so mächtig nicht sein«, erwiderte Skirnir. »Wie oft saßen wir nebeneinander beim Gelage, da war kein Platz für Verschlossenheit.« Und er erinnerte Frey an dessen Liebschaften, die keiner zählen könne. Frey pries das Mädchen in Gymirs Hof. Als sie die Hand hob, die Tür zu öffnen, leuchteten von ihren Armen Himmel und Meer, und die Welt strahlte wieder von ihrem Glanz. Wann liebte je ein Jüngling so ein Mädchen? Wenn ich sie nicht bekomme, will ich nicht länger leben. Nach Skirnirs Bericht begriff Njörd, wie ernst es Frey war, und bat den Gefährten seines Sohnes, dessen Bitte zu erfüllen und um Gerd zu werben. Die Verbindung eines Gottes und einer Riesin fördere zudem den Zusammenhalt der Welten. Skirnir wollte um Gerd werben, wenn Frey ihm sein Schwert gebe. Das focht von selbst und dessen Träger galt als unbezwingbar. Frey gab ihm auch sein Pferd, das vermochte die Varbalohe, den schützenden Feuerwall um Gymirs Hof zu überspringen. Skirnir ritt nach Riesenheim, wohlgerüstet und mit Geschenken. Die Nacht war finster, feucht glitzerte das Felsengebirge im Morgenschimmer. Da sprach Skirnir zu dem Pferd: »Entweder führen wir Gerd heim oder der grimmige Gymir zerschmettert uns.« Die meisten Riesen waren gutmütig und friedfertig, aber Gerds Vater gehörte zu den streitsüchtigsten und boshaftesten Bergriesen. Auf einem Hügel beim Hofe Gymirs saß ein Wächter und hielt Ausschau, vom Zaun des Hofes kläfften bissige Hunde. Skirnir sprach zu den Wächter: »Ich habe eine Botschaft für Gerd, aber die Hundemeute wütet.« »Du wirst die Schöne nie sehen«, rief der Wächter. »Eher wirst du sterben oder sitzt schon ein Toter im Sattel?« Weder Wächter noch kläffende Hunde hielten Skirnir von seinem Auftrag ab, und Skirnir meinte, den letzten Tag seines Lebens bestimmte ohnehin nicht er, gab dem Pferd die Sporen und setzte mit einem gewaltigen Sprung über die Varbalohe. Im Hofe griff ihn Gerds Bruder an, brüllend, ein wütiger Riese, der bei seiner Schwester wachte, wenn der Vater unterwegs war. Skirnir wollte ihn schonen, denn das Blut des Bruders würde Gerd abschrecken. Der Riese hieb auf Skirnir ein, spaltete seinen Schild, haute ihn kleiner. Um nicht zu fallen, musste Skirnir das gefürchtete Schwert ziehen. Die Klinge suchte sich die Blossen des Gegners und fällte dem Bergriesen. Das Krachen der Schwerter klang bis in die Hallen Gerds. Die Schöne fragte ihre Maat: »Was ist das für ein Lärm? Der Saalboden zittert, der ganze Gymirhof bebt.« Die Magd sah nach und berichtete, ein Mann sei vom Pferd gestiegen und lasse es grasen. Er trage ein schmales Schwert und wirke überaus entschlossen. »Lass ihn in die Halle treten«, sagte Gerd, »biete ihm Met an.« Skirnir trat in den Saal. Gerd fragte den Fremden, ob er ein Aase oder ein Wane sei. »Und warum rittest du allein durch die flackernde Varbalohe?« Skirnir verneinte göttliche Abkunft. Er sei nur ein Bote des Wanen Frey. Der sende ihr goldene Äpfel der Verjüngung. Skirnir zeigte Gerd die 11 Äpfel und sagte: »Die schenke ich dir, Gerd, als Zeichen für Freys Liebe und damit du ihm deine bekennst.
Gerd wies die Äpfel wütend zurück und rief, »Nie beuge ich mich einem Werber, nie werde ich in Freys Halle sitzen, solange ich lebe.« Skirnir bot ihr den kostbarsten aller Ringe. Auch den wehrte Gerd ab. Ihr fehle es weder an Gold noch kostbaren Steinen. Der Riese Gymir hatte für seine Tochter 3 Höhlen voller Schätze gehortet. Wie sein Herr war Skirnir Feind von Unterwerfung und Gewalt, aber er fürchtete für das Leben Freys. Widerstand die störrische Gerd aus Stolz und riesischem Eigensinn? Verzehrte sie sich heimlich wie manche Riese nach dem schönen Frey? Sträubte sie sich aus Furcht vor ihrem Vater oder weil ihr Bruder fiel? Also drohte Skirnir mit dem Äußersten. Sieh dieses scharfe Schwert. Die Ornamente auf seiner Klinge brenne ich dir ein. Den schönen Kopf hau ich dir vom Halse, wenn du nicht einwilligst. Gerd erwiderte noch trotziger. Nie beuge ich mich Zwang und Männerliebe. Gleich wird mein Vater in die Halle stürmen und dich niederstrecken. Skirnir zückte das Schwert und hielt es in Richtung der Tür. Das fällt auch den Alten. Gerd blieb kalt wie draußen der Fels. Da zog Skirnir das Zauberreis und sprach zur Widerspenstigen, »Zähmen wird dich mein Wille, Weib. Hocken sollst du auf einer steilen Felsklippe, nur Adlern zugänglich. Sollst dich ekeln vor jeder Speise mehr als die Menschen vor der giftigsten Schlange. Wahnsinn und Neid, Enttäuschung und Ungeduld treiben dich zu Tränen. Tag für Tag quälen dich Trolle, Tag für Tag sollst du dich vor Hunger hinschleppen in die Halle des Frostriesen. Statt der Freude sättige dich Leid. Bei 3-köpfigen Tosen sollst du hausen oder unvermählt alt und krumm werden. Begierde schüttle dich, Sehnsucht versenge dich, wie eine Distel sollst du verdorren am Wegrand, Odin zürnt dir. Hört, ihr Asen und Warnen, ich banne von der anmutigsten allen Mannesgenuss. Skirnir sah, wie eine winzige Falte neben Gerds Mund sich unter seinen Verwünschungen tiefer in die Haut grub. Der Gefährte Freys verwünschte die Eingeschüchterte weiter. Chimgrimnir, das scheußlichste Ungeheuer, soll dir täglich zwischen die Schenkel gehen, am Tor zum Totenreich. Trolle werden dir Ziegenpisse einflößen, jeder andere Trank wird verweigert. Das tust du dir an, Mädchen. Das zwing ich dir auf. Gleich ritz ich die Runen, ein Zeichen für den Tursen, und in 3 Stäbe schneid ich Geilheit, Leid und Liebesrasen. Langsam setzte Skirnir das Messer an, um den Runenzauber wirken zu lassen. Da nahm Gerd rasch den gefüllten Kristallkelch und rief, »Hier, trink den Met. Nie hätte ich geahnt, den stattlichen Frey zu wählen.« Nach dem Versöhnungstrunk bat Skirnir um eine Botschaft an Frey, wann Gerd sich ihm hingeben wolle. Dann ritt Skirnir heim. Frey stand schon draußen vor der Tür und drängte auf eine Antwort, noch ehe der Gefährte den Sattel abnahm und einen Fuß vor den anderen setzte. Skirnir nannte ein Kornfeld, dort wolle im Frühlingswind Gerd in 9 Nächten mit Frey Hochzeit halten. »Eine Nacht ist lang, länger sind 2, wie überstehe ich 3«, rief Frey. »Oft vergeht ein Monat rascher als eine halbe Nacht Sehnsucht.« Frey und Gerd feierten Hochzeit und blieben Mann und Frau. Sie hatten zusammen einen Sohn, Fjölnir, der wurde ein mächtiger König. Zum Dank schenkte Frey seinem Gefährten Skirnir sein Schwert, so groß war seine Liebe. Vielleicht war dem Fruchtbarkeitsgott die Waffe ohnehin lästig, aber er konnte nicht ahnen, wie sie ihm einst fehlen würde. 5. Wie Knechte, Bauern und Könige entstehen. Odin und Frigg saßen auf Hlidskjalf, blickten über die Welten und stritten über die letzte Abmachung im Rat, wonach Heimdall nach Midgard entsandt werden sollte, um die Stände der Menschen zu schaffen. Aber Odin wollte das selber tun, denn ihm lag daran, zahlreiche Menschen mit Besitz und Macht auszustatten. Frigg gönnte ihrem Mann die Fahrt nach Midgard nicht, denn die würde ihm, wie sie meinte, Vergnügen und Lust bescheren. Vielleicht gelang Odin durch geschickte Rede, Friggs Befürchtungen zu zerstreuen, und er ging unter dem Namen Heimdall unter die Menschen. Vielleicht war es auch Heimdall selbst. Und so machte sich der Ase auf nach Midgard, wanderte auf grasbewachsenen Wegen und kam an die Küste eines Binnensees zu einem Hof, der aus einigen Hütten bestand. Heimdall trat durch die offene Tür des Wohnhauses. In einer von Steinen eingefassten Feuerstelle brannte Holz. Um die saßen Ei und Edda, Urgroßvater und Urgroßmutter, die noch keine Kinder hatten. Heimdall wurde nach seinem Namen gefragt,
und nannte sich Rick. Dann bat er die beiden Alten auseinanderzurücken und setzte sich zwischen sie auf die Bank. Edda reichte grobes Brot, die Kornhülsen bröckelten, goss Fleischbrühe in raue Tonschalen und legte andere karge Speisen auf den Tisch. Bald erhob sich Odin, riet Edda das Bett zu machen und legte sich zwischen Urgroßvater und Urgroßmutter. Er lebte 3 Tage bei ihnen, dann wanderte er weiter. Nach 9 Monaten gebar Edda einen Knaben, er wurde mit Wasser besprengt und weil er erdig aussah, Knecht genannt. Seine Hände waren runzlig, die Knöchel knotig und die Finger dick. Er hatte ein grobes Antlitz, einen gekrümmten Rücken und lange Fersen. Der Knecht wuchs heran, wurde kräftiger und begann Bast zu binden. Er schleppte den ganzen Tag Reisig und andere Lasten. Da trat ein Weib mit gebogener Nase und krummen Beinen in den Hof. Ihre Arme waren braun gebrannt, feuchte Erde klebte an ihren Sohlen und man nannte sie Magd. Der Knecht und die Magd setzten sich auf eine Bank und sprachen lange miteinander. Dann tat jeder seine Arbeit und abends machten sie das Bett, fühlten sich auch dort behaglich und bekamen dann zahlreiche Kinder. Einige Söhne hießen Kühjunge, Plumpsack, Stinker, Dickwanst, Faulpelz und Kraftprotz. Sie zimmerten Zäune, bebauten Felder, züchteten Schweine, hüteten Ziegen und gruben Torf. Einige Töchter hießen Trampel, Dickwade, Schandschnauze, Küchenschabe, Lumpenliese und Kranichbein. Sie gebaren den Stand der Knechte und Mägde. Nachdem Heimdall, Ey und Edda verlassen hatte, ging er breite ausgetretene Wege und kam an ein größeres Gehöft. Der Gast fand die Tür zur Halle im Wohnhaus angelehnt, trat ein und nannte sich Rick. Um das Feuer, das auf dem Boden loderte, saßen kinderlos Afe und Amma, Großvater und Großmutter. Sie ließen sich von ihren Arbeiten nicht abhalten. Der Großvater behaute ein Holz für den Webebaum, Heimdall sah das Haar des Mannes in die Stirn gekämmt und oberhalb der Brauen beschnitten, seinen Bart geordnet, über seinen Leib spannte sich ein Hemd. Die Großmutter saß neben einer Truhe, webte Stoff für Kleider und streckte die Arme bei emsiger Arbeit. Die Frau trug einen Kopfputz, eine Jacke mit Ärmeln und um den Hals ein Tuch. 2 Spangen hielten das an den Achseln. Heimdall gefiel die Kleidung der Frau, bat Großvater und Großmutter auseinanderzurücken und setzte sich zwischen sie auf die Bank. Die Großmutter brachte weiches, frisch gebackenes Brot und Bier und dann volle Schüsseln mit köstlichem Kalbfleisch. Nach dem Essen riet Heimdall den beiden ins Bett zu gehen und legte sich zwischen Großvater und Großmutter. Heimdall weilte 3 Tage und 3 Nächte bei ihnen, dann machte er sich wieder auf den Weg. Nach 9 Monaten gebar die Großmutter ein Kind, besprengte es mit Wasser und nannte es Karl. Die Haut des Knaben war frisch und rot, sein Blick lebhaft, er wuchs und gedieh. Karl zimmerte dann Häuser, zähmte Ochsen, schmiedete Schare, lenkte den Pflug und erfand den Kastenwagen zum Transport von Lasten. Dann holte sich Karl eine Frau mit Schlüsseln am Gürtel und einen Rock aus Ziegenleder. Sie hieß Schnur und trug einen Schleier. Der Bauer und seine Frau gründeten einen Haushalt, fühlten sich im Bett ebenso wohl wie am Feuer und hatten zahlreiche Kinder. Einige Söhne hießen Schmied, Flechtbart, Zimmerer, Pflüger und Glattbart. Einige Töchter hießen Flinkzunge, Sittsame, Weberin, Schmucke und Stolze. Von Karl und seiner Frau kommt der Stand der Freien. Dazu gehören die Bauern, Handwerker, Händler und Fischer. Dann lief Heimdall feste, gerade Wege und kam an einen großen Hof. Die Tür zum Saal ging nach Süden, war gegen Wind und Wetter geschützt und zur Seite geschoben. Heimdall trat auf das Stroh, mit dem der fest gestampfte Fußboden bestreut war und nannte sich Rick. Im Saal saßen Vater und Mutter, spielten mit den Fingern und sahen sich freundlich an, taten sonst nichts. Dann drehte der Hausherr die Sehne, spannte den Bogen und schnitt Pfeile. Die Hausfrau betrachtete wohlgefällig ihre Arme, strich über den kostbaren Stoff ihres Gewandes und zog die Ärmel straff. Ihr Kopfschmuck ragte hoch über ihr Schleppkleid. Da berührte Heimdall ihre Wangen, die waren heller, ihre Brust, die war glänzender, ihren Hals, der war weißer als reiner, frisch gefallener Schnee. Heimdall bat das Ehepaar auseinanderzurücken und setzte sich auf die Bank zwischen beide. Die Mutter deckte ein weißes, gemustertes Tuch auf den Tisch, stellte silberne Schüsseln mit geschmorten Scheiben Speck und gebratenen Vögeln darauf
und reichte dünne weiße Brote von Weizen. Dann brachte sie eine Kanne Wein und schenkte in die Kelche ein. Nach dem Essen tranken sie weiter und redeten den ganzen Tag. Dann gab Heimdall ihnen den Rat, das Bett zu machen, und er legte sich zwischen Vater und Mutter. Er blieb 3 Nächte und fühlte sich sehr behaglich. Dann machte er sich schweren Herzens auf den Weg. Und es vergingen 9 Monate. Die Mutter gebar einen Knaben, hüllte ihn in Seide. Er wurde mit Wasser besprengt und Jarl genannt. Sein Haar war flachsgelb, seine Wangen glänzten hell und seine Augen blitzten scharf wie die einer jungen Schlange. Der junge Jarl wuchs heran, lernte die Sehne am Bogen zu spannen und Pfeile zu spitzen. Dann ritt er Hengste ein, warf Speere, hetzte Hunde und schwamm durch den Sund. Eines Tages jagte der junge Jarl im Wald. Da trat Heimdall als Rik verkleidet aus seinen Hain und lehrte ihn Runen schneiden, ihren Sinn und ihren Zauber. Als Heimdall sah, wie geschickt der junge Jarl die Runen zu handhaben wusste, gab er ihm seinen Namen und erkannte ihn als seinen Sohn an. Und Jarl hieß nun Rik Jarl und erhielt von Heimdall ausreichend Grundbesitz. Rik Jarl besaß 18 Höfe und war sehr wohlhabend. Er verschenkte Pferde, goldene Armspangen und verteilte andere Kostbarkeiten, auch dadurch erwarb er sich großes Ansehen. Rik Jarl sandte Gefährten zur Halle des mächtigen Hersen, sie sollten um dessen Tochter Erna werben. Das Mädchen war sehr klug und anmutig, sie war schmalfingrig und ihre Haut schimmerte weiß wie das Gefieder junger Gänse. Die Boten gewannen die Tochter und führten sie dem Jarl heim. Rik Jarl und Erna wohnten zusammen, fanden Gefallen aneinander und bekamen zahlreiche Kinder. Der Älteste hieß Sohn, andere wurden Erbe, Nachkomme, Sprössling genannt. Jungkönig hieß der Jüngste. Die Söhne des Jarl wuchsen heran, sie spitzten Pfeile, rundeten Schilde, zähmten ungestüme Pferde und warfen den Speer aus Eichenholz. Heimdall lehrte Jungkönig Runen, auch solche, deren Zauberkraft ewig währt. Jungkönig vermochte nun, die Geburt der Menschen zu fördern, Schwerte um Pfeile zu stumpfen und den Sturm zu stillen. Und er lernte, das Krächzen der Vögel zu verstehen. Feuersbrünste zu ersticken, aufgebrachte Gemüter zu besänftigen und Sorgen zu lindern. Er gewann Stärke und Kraft von 8 Männern. Jungkönig maß sich mit Rik Jarl in Runenkunde und gewann durch größere Klugheit und List. Da wurde ihm gestattet, Rik zu heißen. Und man nannte ihn Runenkundig. Einmal tritt Jungkönig durch den Wald, jagte mit Pfeil und Bogen und lockte Vögel durch Köder. Da rief eine Krähe von einem Zweig. »Warum, Jungkönig, stellst du Vögel nach? Du solltest lieber Pferde satteln und Krieger fällen. Im Lande jenseits des Sunds herrscht ein König, der hält sich für mächtiger.« »Was krächze die Krähe in die Stille«, erwiderte Jungkönig und verscheuchte ihm die Finken. »Er fälle lieber den stärksten Hirsch als den stärksten König.« In der Frühzeit gab es noch derartige Könige.